hörst die Lesung eines Textes auf dem Kanal Spiritscape, gelesen von Wolfgang. Bitte überprüfe mit deiner Intuition den Wahrheitsgehalt selbst. Erlaubt uns, durch euch zu wirken. Der neuntdimensionale arcturianische Rat durch Daniel Scranton am 1. Februar 2022. Übersetzt von Wolfgang. Seid gegrüßt, wir sind der arcturianische Rat. Wir freuen uns, mit euch allen in Kontakt zu treten. Wir hören allen zu, die sich an uns wenden, und wir beobachten auch. Wir sind Beobachter. Wir wissen, dass es bestimmte Veränderungen gibt, die ihr gerne in eurem Leben und in der Welt um euch herum sehen würdet. Aber wir wissen auch, dass es manchmal gut ist, wenn ihr noch ein bisschen länger dort bleibt, wo ihr seid. Meistens geht es bei der Unterstützung, die wir senden, darum, euch zu helfen, etwas durchzustehen und den Nutzen aus der Erfahrung zu ziehen und nicht darum, euch mit unseren nicht-physischen Händen aus einer ungewollten Situation herauszuholen. Wir lieben es, euch zu helfen und zu sehen, wie ihr wächst und euch ausdehnt, aber wir wissen auch, dass nur ein bestimmtes Maß an Hilfe wirklich hilfreich ist und dass wir euch, wenn wir es übertreiben, im Grunde um eine Wachstumserfahrung bringen. Und immer mehr unserer Kolleginnen und Kollegen in anderen Dimensionen und anderen Sternensystemen erkennen das Gleiche. Und das hilft mehr, als ihr denkt. Denn wenn wir euch die richtige Hilfe geben, verkürzt das tatsächlich die Zeit, die ihr damit verbringen müsst, etwas zu leben, das ihr geschaffen habt. Denn wenn wir euch aus einer Situation herausholen würden, würde euer höheres Selbst erkennen, dass ihr immer noch nicht das bekommen habt, was ihr braucht, und ihr würdet dasselbe oder ein sehr ähnliches Szenario neu erschaffen, damit ihr das Wachstum erhaltet, das ihr von Anfang an beabsichtigt habt. Spürt die Unterstützung, die euch bei der Verarbeitung von Emotionen hilft und euch dabei unterstützt, anderen mitzuteilen, was ihr braucht. Fühlt die Unterstützung, die euch ermutigt, nach innen zu gehen und die Kraft zu finden, die ihr habt, um alles in Handumdrehen zu verändern. Spürt die Liebe um euch herum, wenn ihr eine dieser dunklen Nächte der Seele durchmacht und hört auf die Führung, die ihr von innen bekommt. Eure Gefühle, eure Intuition und euer inneres Wissen sind allesamt wunderbare Werkzeuge, die ihr einsetzen müsst, um schneller, freudiger und mit besseren, dauerhaften Ergebnissen durch das zu kommen, was ihr erledigen wollt. Ihr habt andere Menschen in eurem Leben, denen ihr helfen wollt, und einige von euch kämpfen damit, wie viel ihr dieser Person oder diesen Menschen, die euch ständig um Hilfe bitten, geben solltet. Ihr müsst auch weise wählen, denn ihr wollt, dass diese Personen unabhängig sind und dass sie erkennen, wie mächtig sie sind. Ihr wollt sehen, wie sie wachsen und sich durch ihre Herausforderungen weiterentwickeln, aber der mitfühlende Empath in euch möchte auch, dass alles für diese Personen besser wird. Ihr möchtet, dass sie aufhören, sich im Jetzt schlecht zu fühlen. Ihr könnt jeder Person und jeder Gruppe, die ihr wahrnehmt und die Hilfe braucht, Liebe, Mitgefühl und heilende Energie schicken. Ihr könnt sie beruhigen, ihr könnt Raum schaffen, ihr könnt trösten. Ihr könnt die Menschen daran erinnern, dass sie mächtige Wesen sind und dass alles, was sie gerade erleben, mit der Zeit vergehen wird. Es stimmt, dass das, was ihr in eurem Leben erlebt, sehr kalkuliert ist, aber nicht alles wurde vor eurer Inkarnation geplant. Ihr plant nachts, während ihr schlaft, basierend auf den Entscheidungen, die ihr getroffen habt und den Schwingungen, die ihr angeboten habt. Erinnert euch also auch daran, dass ihr euer Angebot und den Weg, auf dem ihr euch befindet, ändern könnt, genau wie alle anderen auch. Und wenn Menschen in Not zu euch kommen, erzählt ihnen eure Geschichte. Erzählt ihnen, wie ihr etwas überwunden habt und wie ihr daran gewachsen seid.
und lasst sie wissen, dass ihr an sie glaubt und dass ihr glaubt, dass sie die Entscheidungen treffen können, die alles für sie und ihre aktuelle Lebenssituation verändern werden. Jedes Mal, wenn ihr euren Mitmenschen einen Dienst anbietet, erlaubt ihr uns, durch euch zu wirken. Und das ist eines der vielen Dinge, die uns an der Verbindung mit der Menschheit so viel Freude bereiten. Wir sind der Arcturianische Rat und wir haben es genossen, uns mit euch zu verbinden. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung von Spiritscape. Vielen Dank für deinen Energieausgleich.